Lok mit Bart, die zweite, aus Berlin. Man kann es unschwer erkennen, da ist der Hauptbahnhof, da ist Lia, die hat nichts mit Berlin zu tun. Ich mag Berlin. Ja, aber Lia mag Berlin. So, wir sind auf jeden Fall hier, da ich heute und morgen einen YouTube-Workshop besuche, um vielleicht ein bisschen was zu ändern, am Kanalkonzept rumzuschrauben und so vielleicht wieder mehr Leute anzusprechen. Ich soll mich nicht von unten filmen. Ich soll mich so am besten filmen für Vlogs, habe ich gehört. Die ist so extrem. Lia und Vicky haben gesagt, ich mache das am Ende immer so. Das sieht scheiße aus. Ich soll das so machen, ja. Es ist nicht mal 6 Uhr, kurz vor 6. Wir können im Hotel erst einchecken um 15 Uhr. Lia darf gar nicht mit rein zu dieser Veranstaltung, die übrigens um 11 Uhr losgeht, ja. Wunderbar. Und ich lasse sie dann nicht alleine irgendwo in der Nähe von Neukölln rumlaufen. Das ist super scheiße. Ja. Wir sind in einem anderen Hotel abgestiegen. Unser Hotel, da ging der Check-in erst ab 13 Uhr. Ich musste ein bisschen schlafen. Gestern, wie viel? 6 Stunden? Die Nacht davor gar nicht. Im Zug vielleicht 1-2 Stunden so ein bisschen gedöst. Es ist halt laut. Und wem erzähle ich das? Wenn ihr Eltern seid, junge Eltern oder selber wenig schlaft. Wir laufen jetzt auf jeden Fall noch 3 Kilometer zum Event. Freue mich schon, die Kathi zu sehen. Lia kommt mit, geht dann aber wieder zurück zum Hotel. Ich habe ein bisschen Angst um sie, weil wie gesagt Neukölln, aber es ist gar nicht so schlimm hier. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. So ihr Bienchen, wir sind am YouTube Space in Berlin. Hier wird auch Zirkus Halligalli gedreht, sehe ich gerade. Synchronatelier. Heute gehen wir synchronisieren, Leute. Das ist ja am Arsch der Heide, ne? Und ich bin zu spät. Ne? Man sollte um 10:45 da sein, wir haben 10:50. Die wichtigsten Leute kommen ja immer zu spät, ne? Hier sind die Sets. Warte, man sieht dich noch nicht. Kathi, wink doch mal. Wink doch mal. Ja, ich hab die Karte hier getroffen. Hier sind überall Konferenzräume, da sind das Sets. Hier sind überall Leute, die wir nicht kennen. Keine Sorge. Das ist nur Lifestyle und Comedy. Und ich weiß heute nicht. Aber wir erfahren heute, wie wir gut werden in YouTube. Wie wir wirklich gut werden. Gut. Wir sind schon gut. Nein, doch nicht. Wir erfahren, wie wir besser werden. Ach so, ja. Na gut. Ich bin ja ein Amateur. Guck mal, hier ist Öhrkopfhörer. Das sieht auf jeden Fall voll cool aus. Ja, das ist echt geil. Die synchronisieren da vorne. Ich habe die Stimmen sofort erkannt. Das sind professionelle Sprecher alles. So, hier muss ich aufhören. Jetzt geht das los mit dem Seminar. Tschüssi. Das war's aus dem Workshop in Berlin. Hier ist noch ein bisschen Aftershow-Party. Und es ist sehr laute Musik. Ich weiß nicht, ob... Hört man mich? Es gibt Barbecue. Bisschen was zum Naschen. Kathi, hast du was mitgenommen heute aus dem Workshop? Eine Laptop-Tasche. Und ich habe eine Mate. Ich habe eine Mate noch eingesackt. Boah, ihr glaubt es nicht. Hört ihr das? Hört ihr das? Wir haben gerade... Und Gewitter und... Ey, die Leute tun mir alles so leid. Guck mal, ich bin... Guck mal, das waren zwei... Ja gut, man sieht es nicht. 2 Sekunden Regen. Pass mal auf, ich zeige euch mal was. Ach du Elend, ne? Wollt ihr eben vorschlagen, lass mal zu Fuß gehen. Es ist 20 Uhr und wir liegen schon im Bett. Wir sind alt, man merkt's. Jetzt will ich die Decke hochziehen. Jetzt kommt, oh, ich habe mein Bändchen noch, guck mal. Ich auch. Ja. Lia ist nur Gast, ich bin rot, guck mal. Rot heißt Influencer übrigens, habe ich heute gelernt. Ich bin kein Producer, ich bin Influencer, weil ich beeinflusse den Markt. Ich kann nur loben, was die heute gemacht haben. Es ist super, dass sie da wirklich solche Leute hinstellen, die wirklich Ahnung haben. Also ich war ja schon auf ein paar Workshops. War auch ganz nett von der Perspektive. Natürlich war es auch heute wieder recht oberflächlich, ja, muss man sagen. Aber es wurde mir aufgezeigt, was man überhaupt für einen Marktwert hat. Wenn man überlegt, stell dir mal vor, gut, ihr kennt meine Abonnentenzahl. Ist jetzt ja Larifari. So viele tote Abonnenten es auch sein mögen. Oh, der Ventilator ist ganz schön laut. Das spielt halt wirklich eine Rolle für große Firmen, die da jahrelang drauf hinarbeiten, so eine Menge an Menschen anzusprechen, investieren Millionen an Euro. Und werden es doch nie schaffen, weil das Produkt einfach nicht die Masse anspricht. Und ich meine, es ist zwar nur Let's Plays, ich habe zwar nur Videospiele als Produkt anzubieten und mich, ich bin auch ein Produkt, hört sich doof an, aber ist halt wirklich leider so mittlerweile, wie man sich so ein bisschen mehr präsentiert, gerade auch vor Firmen. Ich werde am Anfang natürlich keine Chancen haben bei so einem Kram wie Bartöl oder Bartpflegeprodukte, aber ich werde es versuchen und ich werde weitermachen mit dem, was ich jetzt hier tue. Ihr seid die, die das Ganze ein bisschen vorantreiben, wenn ihr möchtet. Indem ihr halt einfach die Videos weiterhin guckt, das ganze Format unterstützt, generell ein bisschen mehr, das heißt ein bisschen mehr, einfach weitermacht. Ihr seid ja eh schon da, weißt du? Ich bin ja auch super dankbar dafür, weil ihr ermöglicht mir das. Und ich habe auch richtig Bock drauf. Ich sage ja nur, in Zukunft wird es wahrscheinlich mehr. Twitch wird mehr Let's Plays werden, so Spiele spielen, mit euch kommunizieren, ja. Ich werde natürlich weiterhin Let's Plays machen,
also auch auf YouTube und nur reine Aufnahme, nicht streamen, weil ich will halt immer noch die Spiele machen, die mir was bedeuten, so Spiele, die halt eine Story erzählen, und das kann ich nicht auf Twitch, das geht nicht. Es wird sich einiges tun, es wird viel frischer Wind kommen, ich habe wirklich, wirklich viel mitgenommen heute und ich find's krass, wie viel mir doch die ganzen Jahre da entgangen ist. Morgen gibt's noch ein bisschen was, wir gehen essen mit ein paar Zuschauern, vielleicht werde ich ein paar Leute anschreiben jetzt gleich, bevor ich wegknacke, weil ich bin echt hundemüde. Und abends gehen wir dann noch mit der lieben Tyrophy und ihrem Freund ein bisschen was essen. Hast du schon mal ein cooles T-Shirt gezeigt? Fuck you. Und weiter geht's mit dem Bartlock. Wir haben jetzt geschlafen bis 8 Uhr und mein Kreuz bringt mich um. Wir wollten eigentlich irgendwie bis 11 schlafen. Kannst du knicken. Wir müssen um 12 Uhr auschecken. Deswegen würden wir uns heute einen schönen Tag in Berlin machen. Wir machen jetzt erstmal unsere eigenen Waffeln hier beim Frühstück im Hotel. Ja, man kann sich die eigene Waffen machen, Lia. Schon gestern. Das war das Auswahlkriterium übrigens. Ich bin gestern zur Aftershow-Party gefahren und das erste, was ich geschrieben habe, war WhatsApp, hier riecht's nach Waffeln. Ja, hier riecht nach Waffeln und das war schön. Das ist schön, aber wir freuen uns. Weiter, Impressionen später. Der WLAN wird zu lang. Scheiße. Egal. Ja, egal. Er wird echt zu lang. Der Tod schießt. So, wir wollen mal sehen, ob wir ins Computerspielemuseum rein können. Wir sind nämlich gerade hier in der Nähe von Friedrichshain und da ist das Ding. Einfach mal gucken, vielleicht darf ich ein bisschen was filmen. Da sind wir nochmal für einen kleinen Nachtrag zum Bartlock diese Woche. Der zweite Bartlock. Bin ja gespannt, wie es ankommt, ob euch das Ganze überhaupt noch interessiert, nachdem der Pilot noch sehr gut funktioniert hat und ihr das sehr gut bewertet habt. Mit Likes und Kommentaren. Bin sehr gespannt. Die Woche war sehr ereignisreich. Ich habe viele, viele neue Ansichten gewonnen, alleine durch den Workshop. Und da ich mit Gronkh gesprochen habe die Woche, das kann ich jetzt mal so sagen, es bleibt natürlich alles unter uns, was wir besprochen haben. Ich hatte vorher schon eine sehr gute Meinung von ihm. Jetzt ist es noch besser geworden. Die Meinung ist noch besser, sagen wir es mal so. Ist ein super toller Mensch und sehr authentisch. Der Workshop war auch sehr aufschlussreich. Ich habe vieles mitgenommen, wirklich viele, viele tolle Eindrücke gewonnen. Ich werde das versuchen umzusetzen in verschiedene Formate. Aber generell werde ich jetzt mal ein bisschen so neue Sachen mit so neuen Sachen einfach mal rumexperimentieren, ja? So Bartlocks, da werde ich dann auch Bart Beauty mit einbauen. Das ist nämlich noch so eine Marktlücke, wo man eigentlich noch so in ein unbekanntes Gebiet vorstoßen kann. Weil alle machen ja eigentlich so Beauty für Frauen. Oder was heißt Beauty? Beauty ist so ein dummes Wort. Das wird immer verbunden mit diesen Product Placements und hier kauft mein Scheiß, ne? Nee, es wird so ein bisschen Pflege einfach. Wie kann ich meinen Bart pflegen? Welche Produkte nutze ich, für die ich auch einstehen kann? Ich mache jetzt nicht für Nassrasierer Werbung. Weil offensichtlich rasiere ich mich nicht nass, ja. Aber es wird halt generell ein neuer Wind kommen auf meinem Kanal. Wer damit nicht zurechtkommt, das tut mir leid. Ich möchte keine treuen Zuschauer verlieren auf die Art, dass jemand nackt. Ja, also es wird definitiv frischen Wind geben. Und wenn ich dadurch einen Stilbruch begehe und manche Leute davon sagen, es wird sie dann abschrecken, dann ist es leider so. Ich muss eben versuchen, das Ruder so ein bisschen in eine Richtung zu lenken, dass ich mich auch wohlfühle weiterhin. Und Twitch, das läuft immer noch in eine Richtung, die mir sehr gut gefällt. Es sind immer noch Stammzuschauer. Ich möchte natürlich auch gerne neue Zuschauer gewinnen, versteht sich. Ich versuche halt in nächster Zeit mal weniger Let's Plays zu produzieren. Habe ich auch mehr Zeit zum Streamen. Und da werde ich auch mal versuchen, vormittags oder mal unter der Woche. Aber halt nicht in die Abendstunden, so wie Wochenends, Freitag, Sonntag. Weil dann habe ich ja noch meine Freundin, mit der ich auch ein bisschen Zeit verbringen will, ne? Die da. Hi. Diese Nerdfrau mit der Brille hier. Hi. Die liebe ich nämlich. Oh. Ja. Und die hat es verdient. Oh ja. Die hat es verdient, dass ich Zeit mit ihr verbringe. Das war's von der ereignisreichen Woche. Ich habe die letzten zwei Tage so vieles Tolles erlebt und natürlich auch die Tage vorher. Allein mit Gronkh, der ein super, super toller Mensch ist. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Grundehrlich und ist sehr auf dem Boden geblieben. Das kann man über viele YouTuber, die deutlich kleiner sind, leider nicht behaupten. Es ist jetzt 11 Uhr, unser Zug geht um 23.44 Uhr. Morgen um 7 Uhr sind wir in Köln. Wir haben keinen Nachtwagen. Das heißt, ich werde die ganze Nacht jetzt sehr schlecht bis wenig schlafen oder gar nicht.
Lia muss morgen früh arbeiten gehen als Ausgleichstag, weil sie am Freitag ja frei gemacht hat. Freust dich, ne? Ja, Schatz, ist super. Wieso? Ich wollte nächste Woche übrigens ganz kurz, wollte ich zeigen, so meinen Alltag, wie mein Alltag aussieht. Da werde ich mich mal einen Tag lang irgendwie versatzweise filmen und werde ich das mal einfach mitteilen. Weil das ist vielleicht für manche interessant. Und jetzt fällt mir gleich der Arm ab. Ich sage tschüss. Aus mit dem Schritt.